herzlich willkommen zum ersten Magic at Home Livestream Festival. Wir freuen uns tierisch, dass ihr mit dabei seid. Und wir sind ganz schön aufgeregt, ja. Weil das, was wir vorhaben, das ist mit der heißen Nadel gestrickt. Wir haben 18 Künstler in 3 Tagen und ein paar Überraschungen. Es wird wirklich fantastisch. Und wir präsentieren euch das. Wir, das sind in dem Fall Marco Weißenberg zu meiner Rechten. Und Till Frömmel zu meiner Linken. Schönen guten Tag. Das ist ein bisschen wie in so einem Tagesschau. Richtig, ja. Studio. Nein, es ist entspannt. Ihr sitzt zu Hause auf dem Sofa. Es ist ganz locker. Wir sind übrigens nicht ganz so live, wie es ursprünglich geplant war. Das heißt ja eigentlich Livestream. Ja. Ja, was ist es geworden? Eine Aufzeichnung. Eine Aufzeichnung. Aber wir sind gleich tatsächlich live mit allen Künstlern im Livestream. Es ist aber insgesamt voraufgezeichnet, weil durch die Krise die Netze sind unser Endgegner sozusagen. Wir haben die letzten Nächte hier verbracht und ausprobiert, wie wir das alles technisch hinbekommen und sind dabei tatsächlich an die Grenzen des Datennetzes hier in Nordrhein-Westfalen gestoßen. Hätte ich zwischendurch nicht streamen dürfen. Netflix? Ja, okay. Wahrscheinlich nicht. Sind so ein bisschen an die Grenzen gekommen. Und darüber hinaus. Obwohl wir extra aufgestockt haben, aber es ist mittlerweile ja wirklich so, dass alle das nutzen. Und wir haben gesagt, hey, Zauberkunst ist vor allen Dingen was sehr Visuelles. Und da wollen wir euch das bestmögliche Bild liefern, die bestmögliche Bildqualität. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, jede der 3 Festivalshows voraufzuzeichnen. Wir zeichnen also einen Tag vorher auf, das für eure Transparenz. In der Hoffnung, dass dann die Bildqualität besser ist, weil wir nicht alles durchs Internet drücken hier. Man muss dazu sagen, das Ganze hat trotzdem diesen Live-Charakter. Absolut. Ne? Also wir schneiden nichts, es gibt keine Kameratricks. Alles, was ihr seht, passiert hier genau so oder passiert auch nicht. Genau, undoppelten Boden, wir setzen keine Moderation nochmal neu an. Genau. Also alles, was hier so passiert, geht möglichst ungefiltert zu euch nach draußen. Genau, und auch wenn wir nicht ganz so live sind, habt ihr natürlich die Chance mitzumachen und Teil dieser ganzen Show zu werden. Und das könnt ihr machen, indem ihr uns zeigt, wie ihr dieses Festival feiert. Weil Festival, wenn man schon mal auf einem echten war, da ist ja Selfie King und Selfie Queen, da macht man Fotos, da zeigt man auf Instagram, bei Facebook, Social Media, was man da so macht. Und das möchten wir auch. Aber da jeder ja das bitte auf seinem Sofa macht, bleibt zu Hause, nicht? Haben wir den Hashtag Magic at Home. Und ihr könnt Fotos machen, Stories, Feed-Postings mit diesem Hashtag und zeigt uns, wie ihr dieses Festival feiert. Und wir werden dann in den nächsten Tagen mal so ein paar Eindrücke hier in der Sendung sozusagen geben und mal ein paar Sachen auch in unserer Story reposten. Genau, also wir schauen uns das auf jeden Fall an und ich finde, Dinge teilen, gerade in Fotos, ist eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Du weißt, ich beschäftige mich ja schon länger damit, aber mit Fotos, die man anfassen kann. Ja, also nicht nur Selfies im Internet, sondern Polaroids. Polaroids. Kennst du noch, oder? Okay, ich habe als Kind, habe ich mal eins mit einem Polizisten gemacht auf einer Messe, da war ich stolz geworden, da konnte man sich mit einem echten Polizisten fotografieren lassen und es war für mich damals wirklich wie Magie, da habe ich noch nicht gezaubert, da war ich gerade bevor ich angefangen habe zu zaubern und das war wirklich so, da war ich mit meiner Oma. Wie sich das entwickelt, ja, oder? Wie geht das? Also ja. Wenn du als Kind noch keine Ahnung hast, dass es Zauberei als Kunstform gibt oder so, ist man wirklich verblüfft. Ich finde, es gibt kaum etwas, was so magisch aussieht wie Polaroids. Ne? Du drückst auf den Auslöser, dann kommt dieses weiße Bild raus und dann entwickelt sich das so ganz langsam in deinen Händen. Und ich habe sehr, sehr gerne Polaroids gemacht und ich habe ein ganz besonderes dabei heute. Ja? Ich bin gespannt. Hat auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun hier im Livestream. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich gucke jetzt ganz dicht hin. Ja. Und zwar ist es ein Polaroid, das habe ich ganz geschickt fotografiert. Und zwar, wenn man die Finger hier hinterhält, ne, man sieht das vielleicht so ein bisschen, das Geld. Geil, dass du vor einer Minute noch gesagt hast, wir machen keine Kameratricks und jetzt machen wir eine Kamera. Also es ist ein optische Illusion. Ja, genau. Aber schau mal, wenn man die Finger hinterhält, sieht es aus, als hätte ich das Geld wieder in der Hand. Ja. Oder? Ist fast täuscht. Ja, okay, pass auf. Ich glaube, ein bisschen besser ist es, wenn man so ein bisschen näher an die Kamera rangeht, weil dann löst sich langsam das Geld vom Rahmen. Das ist nicht dein Ernst. Nee, ist Geld. So sparst du? So spare ich. Und vor allem kann man so direkt auch spenden, ja, für dieses Projekt. Das ist ein gutes Stichwort, weil ihr merkt, das Ganze hier ist kostenlos. Das wird auch die nächsten Tage so sein. Ja, das war das ganz wichtig. Jeder soll kostenlosen Zugang zu diesen Livestreams haben. Wir haben uns aber überlegt, das sind ja wirklich, ihr bekommt ja jetzt über 6 Stunden Galashow im Grunde. Wir haben wirklich hochwertige Kollegen. Hochkarätige. Schneiden wir nicht raus. Ja? Hochkarätige Kollegen dabei. Also wirklich, wir kommen gleich zu den Leuten, die euch heute erwarten. Ja.
Und wir haben uns überlegt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das in Form eines freiwilligen Eintritts tun. Also uns damit unterstützen, nicht nur uns, teilnehmende Künstler, alle Künstler, die mitmachen, sondern auch Institutionen, die jetzt gerade in der Krise für die betroffenen Menschen da sind. Da werden wir nach dem Projekt nochmal ein paar Infos posten. Wenn wir abschätzen können, wie viel da zusammengekommen ist, können wir überlegen, wohin das genau dann geht. Genau. Wir teilen das nämlich relativ fair auf. 50% von dem, was ihr spendet, geht an diese Organisation, weil wir wollen wirklich Leute unterstützen, denen es gerade nicht so gut geht. Und die andere Hälfte teilen wir dann fair auf, weil ich denke, gerade wir Künstler haben ja im Moment auch keine Auftritte. Ja, für viele bedeutet das teilweise über die Sommerpause hinaus bis Ende des Jahres keine Shows. Und das ist das, wovon wir leben als Zauberkünstler. Deshalb gehen die Spenden ganz fair. Oder generell als Künstler. Also genau. Das betrifft ja auch Artisten. Genau. Also alle Kunstformen, die öffentlich irgendwas machen. Genau. Und deshalb teilen wir das ganz fair auf unter all den Künstlern. Und also die Kollegen können natürlich selber entscheiden, möchte ich die Kohle oder spende ich das auch mit rein in den Topf? Das ist völlig frei, aber ich denke, das ist eine absolute Win-Win-Situation, weil ihr bekommt für echten Schnapper einfach ein Hammerprogramm. Absolut. Und ihr könnt jetzt schon anfangen, uns zu unterstützen. Wir haben einen fancy QR-Code, den könnt ihr jetzt direkt vom Bildschirm abscannen. Das ist jetzt eine Aufzeichnung. Wo fügen wir den denn ein? Ja, irgendwo, wirst du sehen. So, guck dir das an, morgen wird toll. also QR-Code abscannen oder einfach paypal.me/magic@home haben wir auch eingeblendet. Nicht wundern, das ist, da steht dann Till Frömmel, Wirbelwind des Nordens. Das Geld geht auf mein Konto, aber es wird natürlich verteilt an alle Künstler. Da sind wir ganz fair. Du hast ja eben gesagt, man soll Selfies posten und machen. Ja, #MagicAtHome. Und ich dachte, wir machen das auch. Man muss ja eine Vorbildfunktion haben, ja. Und deshalb dachte ich mir, vielleicht machen wir ein Selfie? Machen wir ein Selfie? Ja. Aber so oldschool mit so einer richtigen Polaroid-Kamera. Oh, okay. Toll. Jetzt muss man da ganz dicht ran. Corona, hallo. So. Wow. Genau, und jetzt kommt nämlich dieser magische Moment. Oh, jetzt Gott. Ist das Bild noch komplett weiß, was hier oben rausgekommen ist. Ja, und jetzt, ich zeige es mal, es entwickelt sich jetzt natürlich ganz langsam hier, wenn man hier schaut. Vielleicht kann man da gleich schon mal was sehen. Okay, ich glaube, es dauert. Ist das jetzt die Magie hier? Es dauert ein bisschen länger. Vielleicht wollen wir da gleich nochmal drauf gucken oder was? Ich lege das mal hier auf meinen Schreibtisch. Ja. Was ich schön finde an Polaroids ist, jedes Mal, wenn du das Foto anguckst, habe ich immer so das Gefühl, man ist wieder in diesem Moment, als man das Foto gemacht hat. Ist das so? Und ich glaube, das ist bei diesem Selfie genauso. Und weißt du, warum es so erstaunlich ist? Du wirst es mir verraten. Ja, weil eigentlich ist das Ganze ja nicht viel mehr als Tinte auf Papier. Gut, dass wir heute keine Kameraleute da haben. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dir. Am Ende der Sendung nimmst du mich. Knüll ich dich auch so zusammen. Ja. Das ist schön. Je. Ja, ich glaube, wir fangen an mit unserem ersten Künstler. Nein. Oder? Nein. Nein? Nein. Wir sagen erstmal, wer euch heute verzaubern möchte. Oh, wir haben nämlich heute tolle Leute dabei. Wir haben heute mit dabei Topaz ist mit am Start. Genau, dann haben wir Jakob Matthias. Jakob Matthias. Danach haben wir Timon Krause mit dabei, Mentalmagier. Mein persönliches Highlight, Wolfgang Moser. Wolfgang Moser aus Wien. Aus Österreich. Österreich. Dabei. Ich kann den Akzent nicht so gut, den Dialekt. Dann dabei Eva Rühl für einen Talk zum Thema Fanclubs. Wird auch sehr spannend. Und als... Wo du schon bei Dialekten und so warst. direkt aus Bayern, ja, Magic Maxel. Kennen viele vielleicht. Das ist dieser kleine Zauberer, der mit so Brezeln zaubert und so auf Bayerisch. Sehr geil. Sehr gut. Geil, dass du ihn nur auf die Größe... Es ist dieser kleine... Maxel, naja, Maxel, sie werden ja so schnell groß. Ja, Maxel ist einfach so wahnsinnig jung und so unglaublich talentiert. Deswegen betonen wir das. Also, weil wir alle irritiert sind. Jetzt verliere ich erstmal heute. Was da los ist. Ihr werdet es heute live erleben. Wir kommen aber jetzt zu unserem allerersten Künstler. Ich schaue auf meinen schlauen Spickzettel. Und zwar haben wir den einzigen zweifachen Weltmeister der Zauberkunst. Zweifach. Jetzt beim Magic at Home Livestream Festival. Und das ist... Topaz. Und Topaz zeigt uns jetzt Comedy-Magie, also was zum Staunen und Lachen. Wir schauen mal, was Topaz so macht. This is pure and not metaphorical.
and not metaphorical. I'll be your guide. Ja, Magic Countdown von Topaz und jetzt ist er live bei uns in der Leitung. Hallo! Freue mich sehr. Schön, tolle Idee. Ne? Im Moment versuchen alle Streaming zu machen. Warum nicht auch die Zauberer? Doch super. Absolut, absolut. Vor allem haben es ja wirklich viele schon angefangen und ich habe mich gefragt, warum macht das eigentlich nur jeder für sich? Und du bist tatsächlich der erste von über 18 Künstlern, die wir jetzt hier quasi vor die Kamera zerren. Super, genau so müssen wir reagieren. Ne? Wir sitzen alle zu Hause und uns fällt die Decke auf den Kopf und warum keine Shows machen? Apropos Show, hast du eine Kleinigkeit für uns vorbereitet? Ich fühle mich wie Uri Geller. Was hast du heute für uns vorbereitet? The stage is yours. Ja, ich bin dir ein bisschen Besteck zum Verbiegen. Uri, ja, ich habe was vorbereitet. Ja, ist die Bühne, gehört die Bühne jetzt mir quasi. Ja. Yes, Topaz, the stage is yours. Viel Spaß. Magic at home. Können wir auch mal sprechen über Tricktechnik? Wir haben sowieso dauernd gefragt, wie funktionieren die Tricks? Furchtbar. Wir haben dauernd gefragt und wir dürfen eigentlich keine Antwort geben. Aber jetzt sind wir ja unter uns, ja, Zauberfans. Es gibt Täuschungspsychologie. Ja, es war ursprünglich eine große Gruppe, die hat sich aufgeteilt. Der eine Teil wurde Zauberkünstler, der andere sind die Abgasforschung zu VW. Und ich habe mir eine Demonstration ausgedacht für Täuschungspsychologie. Nämlich die Keksdemonstration. Funktioniert folgendermaßen, ich werde jetzt diesen Keks vor euren Augen verschwinden lassen. Ja klar, klar, das kann ich auch. Kann man nicht ohne weiteres, ne? Gehört Täuschungspsychologie dazu und so ein Keks. Das war übrigens auch eine Täuschung. Da spielen zwei psychologische Prinzipien eine Rolle, nämlich Simulation und Dissimulation. Die Hand simuliert, ja, die tut so, als ob sie was machen würde, macht aber nichts. Und die tut so, als ob sie nichts macht, macht aber pop. Macht, wenn keiner guckt, macht die pop. Muss in der richtigen Reihenfolge sein, das muss sein Schnapp, pop. Ne, und nicht pop, Schnapp. Ist klar. Ja, aber in der richtigen Reihenfolge, mit dem richtigen Timing, funktioniert es. Ja, es sieht genauso aus, als ob die eine Hand den Keks von der anderen nimmt. Besonders, wenn man es wirklich macht, dann ist es perfekt. Also Simulation und Dissimulation. Die Hand tut nur so, als ob sie arbeiten würde, arbeitet aber nichts und die macht die ganze Arbeit. Das kennt man so aus dem Büro, ja, von zu Hause, da heißt Teamwork. In dem Fall eben mit einem Keks. Ein Leibniz-Keks. Leibniz war ein berühmter Philosoph. Ja, der hat gesagt, es gibt zwei Sorten von Wahrheiten, nämlich Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten. Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten. Vernunftwahrheiten ist sowas wie die logischen Gesetze. Tatsachenwahrheiten ist nur ein Verhältnis mit der Wirklichkeit zu ermitteln. Geht einem furchtbar auf den Keks. Und es hat nichts zu tun mit Geschwindigkeit. Ja, wird auch immer vermutet, bei Täuschung geht es um Geschwindigkeit, ja, schnelle Bewegung oder so. Nee, nee. Man kann ganz, ganz langsam zeigen, wie er sich verkrümelt. Und jetzt noch was zum Nachmachen. Nächste Party, Familienfeier. Ja, macht ihr folgendes, ihr nehmt einen Keks und sagt, ich werde jetzt diesen Keks verschwinden lassen. Ja, ich nehme den hier in die Hand. Gibt so ein kleines bisschen magisches Salz drüber. Wenn man dann alles richtig gemacht hat, hat man eine Prinzenrolle. Sehr, 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 sehr cool. Geile Nummer. Wir haben uns die ja gewünscht. Wir haben uns die gewünscht. Ich habe die tatsächlich mal live gesehen und zwar bei Ende Legende, richtig? Mhm. Ende Legende, genau. Ist mein Solo-Comedy-Stand-Up-Programm. Da gibt es eigentlich mehr Comedy als Zauberei, aber es hat so 3, 4, 5 Effekte. Und die Kekse sind einer von den Effekten, weil es um Aufklärung geht und um, ne, die Erklärung, ja, von Manipulation und wie Täuschung funktioniert.
Also ich mache immer, wenn ich Comedy mache, ein bisschen Zauberei zwischendurch. Aber das ist ja so eine der, ich würde fast sagen, eine der kleinsten Illusionen, die du so hast, ne? Also wir haben es in dem Trailer gesehen, du hast ja unfassbares Zeug da rumstehen, das ist ja der Hammer. Ich war völlig verrückt, ja. Viel gerümpft. Cool. Also, nein, wirklich, ich war beeindruckt, ich habe den Trailer gesehen und dachte, was ist denn da los? Also Wahnsinn. Ich war neulich in irgendeinem Theater, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo auch im Süden. Und da hieß es, ja, Topaz war auch schon mal hier, aber das war eine ganz andere Nummer. Da haben die hier so fliegende Autos hinten durchs Tor und so. Also du hast ja anscheinend einen Namen gemacht, auch was wirklich große Illusionen angeht. Ich hatte tatsächlich mal ein schwebendes Auto in der zweiten Illusionsshow. Es gibt drei Illusionsprogramme und im zweiten gab es ein schwebendes Auto, was wir immer raustransportieren mussten zur Garage zu Hause. Und wenn die Nachbarn, ne, das Auto schwebte eben auch in LKW und dann gab es immer zwei Helfer, die es in LKW haben schweben lassen und die Nachbarn sagten dann Also hat unsere Techniker stark aussehen lassen. Faszinierend, ja. Sehr cool. Du hast ein neues Projekt, nenne ich es mal, was aus dieser Zeit jetzt entstanden ist. Es handelt sich um einen Zauberquiz. Magst du uns ein bisschen mehr darüber verraten? Ja, Jana Felicitas, die kennt ihr vielleicht. Die hat im Moment sehr viel Erfolg mit einer Darbietung, mit einem weißen schwebenden Stuhl. Habt ihr die mal gesehen? Ja, bei den Vorentscheidungen zu den Meisterschaften. Genau. Und ja. Die hat die Idee gehabt tatsächlich zu diesem Quiz. Das Quiz heißt Fact or Fake. Und wir stellen Fragen, ob eine Behauptung wahr oder gelogen ist und machen dann einen kleinen Zaubereffekt. Okay. Und davon gibt es jetzt erstmal 7 Folgen auf YouTube. Und cool. Es ist in dieser Zeit entstanden. Wir wollten es eigentlich immer mal umsetzen und jetzt ist die Zeit, ne, Leute über YouTube mit Zauberei zu beballern. Und das ist halt eine Kombination, ne, aus unglaublichen Fakten. Und man weiß wirklich nicht, ist es wahr oder ist es gelogen? Und dann sollen die Leute kommentieren in den YouTube-Teilen und sagen, was sie denken. Und wir müssen uns noch irgendwas ausdenken, irgendeinen Preis, wenn jemand gewinnt. Und weil sie alle 7 richtig sagen kann, dann schenken wir ihm einen Lutscher oder sowas. Wir machen einen kleinen Teaser produziert. Oh, und wir haben den wie von Zauberhand, haben wir den da und wir können den mal anschauen. Achtung! Fact or Fake, die Online-Quizshow zum Mitraten. Jetzt auf YouTube. Sehr, sehr cool. Und auch mal eine außergewöhnliche Idee, ne? Absolut. Das ist aber ja auch das Tolle, was, finde ich, in diesen Zeiten liegt. Ungewöhnliche Zeiten und ungewöhnliche neue Ideen und Möglichkeiten. Und das ist ja eine davon. Sehr cool. Das habe ich mir neulich schon gedacht. Also viele Fernsehsender tun sich ja schwer, nach wie vor Zauberei irgendwie zu senden, auch wenn es gerade sehr populär ist. Vor allem aber trotzdem hat man... Ne? Also die meisten Zaubersendungen weltweit sind Casting-Formate. Da geht es immer um die Jury und ja. Eine gegen den anderen. Und es gibt wenig, was einfach nur konzertmäßig Zauberei cool abfilmt. Da wäre es auch mal wieder an der Zeit, ohne dass da Leute sitzen und sagen... super oder nicht so gut. Mm. Und in dem Fall ist es ein Quiz, mal eine ganz andere Idee. Mm. Die Idee ist tatsächlich von Jana Felicitas und ich darf mitmachen. Ja. Cool. Kann man sich angucken, hast du gerade eben gesagt, ja, bei YouTube gibt es das Ganze? Ja, bei YouTube. Ja, und es wird, anschauen. Ich sag mal so, in circa einer Woche oder vielleicht auch in 2 Wochen, es ist noch in der Post, wird es rauskommen. Und dann gibt es einen Kanal dafür und es heißt Fact or Fake, ne, wie im Titel gesagt. Und irgendwann gibt es hoffentlich auch mal wieder Live-Shows. Sehr cool. Wir machen Folgendes. Wir sind ja auch auf allen Social-Media-Kanälen. Wenn das rauskommt, also wenn ihr unserer Seite Magic at Home folgt, werden wir darüber berichten. Super. Topaz, so machen wir das. Dann verlinken wir das Ganze genau, einfach. Genau, werdet ihr verlinkt. Aber wir hoffen natürlich auch, dass diese Zeit einfach auch mal irgendwann dann wieder ein Ende nimmt und wir wieder auf die Bühne dürfen oder mit Autos auf die Bühne fliegen dürfen, wie auch immer. Jeder auf seine Art und Weise. Wann kann man dich da sehen? Weißt du schon was oder ist es noch vage? Ein Best-of-Programm mit Roxanne zusammen am 5. und 6. September im Theaterhaus in Stuttgart. One More heißt's. Und die Besonderheit ist, es hat eine Live-Band. Das heißt, ein bisschen mit eingebunden, sehr schön, ja. Die müssen mal zaubern und ich ertrage, wenn sie spielen und so. Also eine Verbindung aus quasi dem
den besten Topaz-Nummern und live begleitet von der Band und die Band zaubert mit. Sind das Zauberleien oder haben die Vorerfahrung? Die wissen von nix. Allerdings einer davon war mein erster Kontakt zu den Musikern, Gabriel Holz. Der spielt bei Fool's Garden gerade und war so mein allererster Kontakt und hat mich zu Derek von Krog gebracht, der alle meine Musikstücke arrangiert und produziert. Und bin einfach wahnsinnig gern unter Musikern. Und das so die Gelegenheit, mit denen wieder zusammen zu spielen. Gabriel, der mir Derek empfohlen hat. Gabriel ist in der Band. Derek hat die Musik produziert und ist der musikalische Leiter der Produktion. Und ich freue mich immer, wenn ich spielen darf. Aber wer weiß, ne? 5., 6. September ist noch eine Weile hin. Und ich kann nur hoffen, dass es überhaupt auf die Bühne kommt dann zu diesem Zeitpunkt schon wieder. Und sonst aber einfach wir nächstes hoffen das Jahr Beste. Oder wir hoffen das Beste, drücken die Daumen und sagen Dankeschön, dass du heute bei uns beim ersten Tag als erster Künstler im Magic at Home Festival dabei warst. Ja, das ist Feierabend, kannst du dir die anderen Tage einfach angucken. Werde ich machen. Ich verfolge das ganze Festival. Ich finde es eine super Idee, wünsche viel Erfolg und danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Vielen Dank. Einen riesen digitalen Applaus für Topaz. Mach's gut. Ja, mega, mega Typ, oder? Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Guter Auftakt. Topaz ist ja auch jemand, der nicht nur für Laien zaubert, sehr erfolgreich, sondern auch für Zauberkünstler. Absolut. Der hat jetzt eine DVD rausgebracht, wenn mich nicht alles täuscht, indem er alles, sein ganzes Lebenswerk offenlegt. Virtuoso, genau. Ja. Hammer produziert, lohnt sich auf jeden Fall auch für Zauberkünstler da mal reinzuschauen. Und der nächste Künstler, den wir haben, der zaubert manchmal auch für Zauberkünstler, aber auch viel für Laien. Er ist ein Mann vom Fach, kann man sagen. Er sitzt unter anderem in der Jury bei den deutschen Meisterschaften der Zauberkunst. Also und das, obwohl er noch kein alter Mann ist. Das muss man dazu sagen. Nee. Man hat ja immer so dieses Bild von der magische Zirkel. Das sind alte Männer, die sich auf einer Kegelbahn treffen, um sich Kartentricks zu zeigen. Dem widerspricht er komplett. Ja. Wir sagen herzlich willkommen, Jakob Matthias. Hallo, hi. Live. Bekomme ich jetzt eigentlich für die Ankündigung Haue vom magischen Zirkel? Ich wollte gerade sagen, kriegst du jetzt digitale Haue? Ah, naja. Ja, schön, dass du dabei bist. Du bist tatsächlich, auch tatsächlich unser Alter und das schon in der Jury ist ziemlich beeindruckend und auch international unterwegs, unter anderem mit solchen Geschichten, wie du heute mitgebracht hast. Ich zeige heute die erste Nummer, mit der ich bei Wettbewerben gestartet bin. Die habe ich extra für heute wieder einstudiert. Thank you.
Sehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich krabbel hier gleich in unseren Fernseher rein. Nee, also, da ist vorhin am Anfang das erste Glas erschienen und ich war raus. Ich gehe. Also, das ist aber, ich erwische mich dabei, das ist so eine Zaubererdenke. Als Zauberer denkst du so, ja, also mit den Münzen und so, ja, gut, das krieg ich noch nachverfolgt. Ja, okay, gut, die Münze, da Münze. Scheiße, was, wo kommt das Glas her? Du bist so auf die Münzen fixiert, dass du diese Gläser komplett verpasst. Großartig, sehr, sehr cool. Aber was hast du, du hast gesagt, du warst damit bei den Jugendmeisterschaften. Genau, also die Münze ist sehr, sehr alt. Man sieht, die ist noch mit 5 Markstücken. Also, oh, die ist so alt. Genau, damit bin ich 2008 Jugendmeister geworden. Ja. Hammer. Ja, Gratulation. Ja, auch zu Recht. Also ich bin echt begeistert. Richtig, richtig cool. Du sitzt ja auch in der Jury, habe ich ja gerade eben schon gesagt, bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst. Ja. Vielleicht mal für unsere Zuschauer, die jetzt nicht sich auf Zauberkongressen rumtummeln. Wie läuft denn das ab? Was bewertet man denn da? Habt ihr da auch so goldene Buzzer wie im Fernsehen, die immer alle? Oder wie muss man sich das vorstellen? Verteilt ihr Sternketten? Was ist da los? Ja, also es sieht so aus, dass immer 5 Juroren vor einem Wettbewerber sitzen plus noch normales Publikum und die Jury hat halt die Aufgabe, möglichst objektiv zu bewerten, ob eine Nummer besser oder nicht so gut war. Das ist natürlich eine schwierige Sache bei Kunst immer und deshalb muss man so ein bisschen gucken, wo die einzelnen Kriterien des Juroren dann liegen. Mhm. Aber genau, also man guckt zum Beispiel, war die Nummer sauber, hat man gesehen, wie es funktioniert hat oder so. Solche Dinge sind relativ klar zu beurteilen und dann später geht es auch um Bühnenbild und solche Geschichten. Und du warst ja tatsächlich sehr erfolgreich, nicht nur bei den Jugendmeisterschaften, sondern auch darüber hinaus. Also wir haben ein Bild bei Instagram gepostet von dir, wo du einen ganzen Turm von Preisen hast. Also es ist der absolute Wahnsinn. Zauberst du lieber auf so Wettbewerben oder auch für, ich sag mal, echtes Publikum, für, ja, die nicht Zauberkünstler sind? Was machst du lieber? Ja. Also die Wettbewerbe haben mir immer das Zeitfenster gegeben, bis dann und dann muss ich eine neue Show entwickelt haben oder muss die Show stehen und so. Und das ist für gewesen, aber gleichzeitig meine Shows nie nur für den Wettbewerb konzipiert, die sind immer auch bei meinen normalen Auftritten mitgelaufen. Also das ist für beides sozusagen. Ja. Es gibt ja so diesen Satz und das kann ich tatsächlich bestätigen, nachdem ich auch im Wettbewerb war mit den Polaroid-Sachen, der Gewinn ist eigentlich nicht diese Trophäe. Ja, haben wir die irgendwo? Ja, wir haben hinten Magica, da hinten. Wir haben, zeig mal. Das sind nämlich, die kennst du ja dann. Ich finde, das sind auch mit Abstand die schönsten Pokale. Also wirklich für Wettbewerb ist das wirklich ein sehr schickes Teil. Können wir damit mal so ein bisschen, ich gehe mal. Sehr schwer. Ja, ja. Und das ist nur die kleine, wir haben noch eine große. Also wir, klingt immer so, Marco hat noch eine große. Die steht in dem Studio, wo ich auch sitze, das muss reichen. So, sie sind echt schwer und die sind wirklich hübsch. Und man sagt ja, der Gewinn ist eigentlich gar nicht hier dieser schöne Preis, sondern vielmehr die Nummer, die man damit rausnimmt. Und das war tatsächlich auch so mein Eindruck, weil es ist, glaube ich, echt die Nummer, die ich persönlich am meisten durchdacht habe. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, man macht sich halt über diese Dinge so viel mehr Gedanken, weil man wirklich jede freie Minute irgendwie da reinsteckt und rumüberlegt und das zahlt sich dann auch aus. Also meine Wettbewerbsnummern sind auch die, wenn ich vor normalem Publikum auftrete, die dann die stärksten Reaktionen hervorrufen. Sehr, sehr cool. Dieses Jahr Meisterschaften sind ja wieder, wir hoffen, dass sie stattfinden. Du bist auch dieses Jahr in der Jury dabei? Ja. Jawohl. Das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Jetzt müsste ich an der Stelle, wissen, ich bin ja im Wettbewerb dabei, gleich mit mehreren Nummern. Und an dieser Stelle, ich würde einfach mal, also wie sieht's aus? Naja, man tut, was man kann. Nein, also das ist ja unglaublich. Versuch was. Ja, vielen, vielen Dank, lieber, ich habe schon Sprache, lieber Jakob, schön, dass du mit dabei warst, dass du uns diese Nummer gezeigt hast. Ich denke, dass da viele jetzt zu Hause auf dem Sofa sitzen und solche Glotzkorken haben. Wie du. So wie ich. Ja, ja, schön. Sehr also, vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du uns das gezeigt hast. Und bis ganz bald mal wieder, wir dann live und alle anderen. Und immer schön viele Punkte geben bei den Meisterschaften. Immer schön viele.
Sehr, sehr schön. Sehr schön. Dann mach's gut. Vielen lieben Dank. Und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Jakob Matthias. Sehr, sehr cooler Typ. Faszinierend. Und da siehst du auch direkt wieder, wenn du für die Meisterschaften was machst, dann entwickelst du auch wirklich eigene Effekte. Und Jakob hat daraus direkt mal ein Geschäftsmodell gemacht. Der hat nämlich einen Online-Shop aufgemacht, relativ frisch, glaube ich, wo er tatsächlich seine eigenen originellen Effekte vertreibt. Für Zauberkünstler und für solche, die es, glaube ich, werden wollen. Wie heißt das Ding? J-Magic Online-Shop. Ja. Online-Shop. J-Magic Online-Shop. Wir verlinken das besser nochmal. Richtig. Ja. Sehr cool. Jetzt kommen wir aber von jemandem mit viel Fingerfertigkeit zu jemandem, der das Ganze nur mit dem Kopf und den Gedanken macht. Ja, was heißt nur? Es ist sehr, sehr anstrengend. Wir kommen nämlich jetzt zu einem der smartesten Mentalmagier unserer Zeit. Er ist aktuell auf Tour mit seinem Programm Comedy in Mind, und zwar Timon Krause. Und jetzt hat er Folgendes für euch vorbereitet, nämlich was ganz Interaktives. Es ist das Livestream-Festival. Ihr könnt euch jetzt die Gedanken lesen lassen. Und es ist auch noch eine kleine Botschaft dabei, die in dieser Zeit ganz besonders wichtig ist. Ich bin gespannt. Viel Spaß. Moin, liebe Zuschauer des Magic at Home Festivals. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns jetzt live in einem Theater sehen können. Das geht leider nicht. Und es ist auch gut so, dass ihr zu Hause bleibt und dass wir zu Hause bleiben. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns dann hier in diesem virtuellen Raum zusammenfinden. Mein Name ist Timon. Ich bin Gedankenleser. Das war für mich erstmal eine krasse Überlegung, wie mache ich das überhaupt durchs Video, die Gedanken einer Person zu lesen. Ich habe mir aber für euch speziell zwei Experimente ausgedacht. Bei den Experimenten geht es mir vor allem darum, euch zu zeigen, dass ihr in der Welt, auch wenn ihr gerade isoliert seid, nicht alleine seid, sondern dass ihr alle ganz ähnlich denkt, dass du wahrscheinlich so ähnlich denkst wie ich, dass ich so ähnlich denke wie die meisten anderen Menschen. Nicht im Detail, aber im Großen und Ganzen schon sehen wir uns sehr ähnlich. Und mir gibt es immer ganz, ganz viel Hoffnung, wenn ich mich einsam fühle oder isoliert fühle, zu denken, Mann, da draußen sind Millionen von Menschen und wir sind uns ähnlich, einfach weil wir Mensch sind. Die Experimente können wir also auch zusammen durchführen. Du kannst zu Hause mitmachen, du sollst sogar zu Hause mitmachen, du sollst zu Hause mitdenken. Experiment Nummer 1 funktioniert folgendermaßen. Du denkst dir gleich eine Zahl zwischen 1 und 10. Lass uns sagen, wenn du ein Mann bist, denkst du an eine ungerade Zahl. 1, 3, 5 und so weiter. Wenn du eine Frau bist, denkst du bitte an eine gerade Zahl. 2, 4, 6 und so weiter. Wenn du dich anders definierst, dann darfst du es dir auch frei aussuchen. Gerade oder ungerade. Ich benenne gleich 10 verschiedene Umschreibungen von Objekten, jeweils mit einer Zahl. Und du merkst dir bitte die Umschreibung, das Adjektiv, die Beschreibung, die bei deiner Zahl genannt wird. Wenn ich also zum Beispiel gleich 3 sage und du hast 3 im Kopf und ich sage 3 warm, dann merkst du die Beschreibung warm. Okay, auf geht's. Zahl zwischen 1 und 10 im Kopf. Und 1. Wertvolles Metall. 2. Wolle. 3. Besteck. 4. Gelbe Farbe. 5. Poliert. 6. Kugel. 7. Messerscharf. 8. Katzenspielzeug. 9. Zum Schnitzen. 10. Rund. Ich hoffe, du hast jetzt eine Beschreibung im Kopf. Ich werde gleich 10 Objekte benennen und ich hätte gerne, dass du dir das Objekt merkst, das am besten zur Beschreibung passt, die du dir gerade gemerkt hast. Das heißt, du merkst dir jetzt im zweiten Schritt das Objekt, das am besten zu der Beschreibung passt, die du dir gerade gemerkt hast. Hier kommen die Objekte ohne Zahl. Blauer Filzstift, kleine Briefmarke, silbernes Schnitzmesser, gelbes Wollknäuel, ein Schwarz-Weiß-Foto, ein alter Filzhut, eine Südseeinsel, ein Pferdekarren und eine Porzellantasse. Okay, ich hoffe, du hast jetzt ein Objekt im Kopf. Halt bitte die Hand nach vorne und stell dir vor, dass das Objekt, das du jetzt im Kopf hast, in deine Hand fällt. Vielleicht die Frauen oder die Menschen, die an eine gerade Zahl gedacht haben zuerst. Stell dir vor, dass das Objekt in deine Hand fällt und du kannst die Hand schließen, denn ich glaube, du hast gerade ein gelbes Wollknäuel in der Hand. Wenn es so ist, gib dir selbst oder deinem Nachbarn, falls ihr zusammen guckt, ein High Five. Gute Arbeit. Und die Menschen, die an eine ungerade Zahl gedacht haben, bitte einmal Hand nach vorne. Stell dir vor, dass das Objekt in deine Hand fällt. Und ich glaube, du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Du denkst nämlich gerade an ein silbernes Schnitzmesser. Also schneid dich bitte nicht. Und wenn das geklappt hat, dann gib dir oder mir ein virtuelles High Five. Und das funktioniert, weil wir alle ganz, ganz ähnlich denken. Cool. Sehr schön. Yeah. Übergang.
Experiment Nummer 2. Hier kommt Experiment Nummer 2. Wir sind ja in dieser Quarantäne, wir geben uns alle unglaublich viel Mühe und ich würde gerne zusammen mit dir eine Message an die Menschen schicken, die die Coronavirus-Situation nicht ernst genug nehmen oder die sich vielleicht auch keine Mühe geben, die soziale Distanzierung einzuhalten. Das machen wir folgendermaßen. Du streckst gleich die Hand nach vorne, entweder so oder so. Du legst danach deinen Zeigefinger auf den Daumen oder den kleinen Finger deiner Hand. Das darfst du dir selbst aussuchen. Jedes Mal, wenn ich das Wort springen sage, springst du mit deinem Zeigefinger vom einen Finger zum nächsten. Immer nur einen Finger. Zum Beispiel springen, springen. Du könntest auch rückwärts gehen. Springen, springen, wie du möchtest. Ich werde natürlich versuchen, dich zu beeinflussen und dich hoffentlich dazu zu bringen, dass du mir letzten Endes hilfst, die Message zu senden, die ich senden möchte. Ab geht's, Hand nach vorne. Leg deinen Zeigefinger entweder auf den Daumen oder den kleinen Finger und springen, springen, springen. Sehr gut, wenn meine Beeinflussung geklappt hat, bist du jetzt nicht mehr mit deinem Finger auf dem Daumen. Den Daumen kannst du einklappen, es geht jetzt nur noch um diese vier Finger. Weiter geht's. Springen, 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 springen. Und spring. Halt den Finger, wo er ist. Und wenn ich dich wieder richtig beeinflusst habe, bist du jetzt auch nicht auf dem kleinen Finger. Den kannst du auch einklappen. Weiter geht's. Spring. 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 Gut, halt den Finger wieder, wo er ist. Und wenn ich dich jetzt wieder richtig beeinflusst habe, dann bist du jetzt auch nicht auf dem Zeigefinger. Den kannst du einklappen. Noch zwei Finger, weiter geht's. Spring und spring. Und wenn ich dich jetzt nochmal richtig beeinflusst habe, bist du auch nicht auf dem Ringfinger, klapp den Ringfinger ein. Und die Message, die wir den Menschen schicken, die das alles nicht ernst genug nehmen, ist natürlich die hier. Aber die Message, die ich dir schicke, ist nur Liebe. Ich hoffe, ihr bleibt sicher und gesund. Danke fürs Schauen. Viel Spaß noch beim Rest vom Magic at Home Festival. Ganz liebe Grüße aus Amsterdam von Timon. Ciao. So, das ist hier für den Sicherheitsabstand, den du nicht einhältst. Ja. Das ist mal ein Fakt. Wer rückt mir denn hier so auf die Pelle? Timon Krause, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt euch ja, die Gedanken lesen lassen. Mega, mega cool. Und das Tolle ist jetzt, wir haben ihn live in der Leitung, live aus Amsterdam zugeschaltet. Timon Krause, hallo Timon. Hi. Hey. Na Jungs, alles gut? Ja, alles gut. Sehr, sehr cool. Ein sehr cooles Experiment hast du uns da mitgebracht. Ja, wir hatten schon großen Spaß. Das ist ja gar nicht so einfach, oder? Mal so übers Video Gedanken zu lesen. Man ist ein bisschen begrenzter über einen Stream natürlich, ne? Weil du nicht die direkte Interaktion mit dem Publikum hast. Ich meine, das habt ihr als Fingerfertigkeitszauber hast du es natürlich auch, dass der Applaus fehlt. Aber es ist, ja, normalerweise brauche ich irgendwie den Prozess mit dem Live-Publikum. Das war ein bisschen ein Challenge. Ja, Mentalmagie ist immer was sehr Interaktives. Also alleine funktioniert es jetzt nicht so gut, sag ich mal so. Wie entwickelst du denn deine Sachen? Wie kommst du auf Ideen, Themen für mentalen Nummern sozusagen aufzubereiten? Wo holst du das her? Ja, ich sag immer so, eine meiner Maximen oder eine meiner Leitfäden ist, dass du, um Künstler zu sein, erst Mensch sein musst. Du musst erst eine Person sein, bevor du Künstler sein musst. Du brauchst halt außerhalb deiner Kunst ein Leben, um da Inspiration rauszuziehen. Ich gehe ganz bewusst eigentlich nicht in andere Shows, in andere Mentalshows rein, weil ich da keine Informationen herziehe, sondern halt Informationen. So, es ist mir zu heftig, dass ich denke, oh, das ist richtig geil, das möchte ich genau so machen. So, Inspiration ist für mich immer ein Übersetzungsprozess. Und wenn ich mir ein Theaterstück anschaue oder ein Buch lese, was mich inspiriert, was aber keine Mentalshow ist, dann muss ich das Gefühl, was ich da hatte, erstmal übersetzen in mein Medium oder in meine Kunstform. Und da passiert für mich Inspiration. Oder in dem Übersetzungsprozess kommt dann irgendwas Originelles heraus. Und genau das hatte ich wahrscheinlich auch drauf gebracht, auf diese Art und Weise Comedy mit Mentalismus zu verbinden, oder? Genau. Also es sind ja eigentlich zwei Sachen, die fast gegensätzlich wirken. Und unser erster Ansatz war erstmal zu sagen, wir entstauben Mentalismus, machen das ein bisschen wirksamer für ein junges Publikum, damit es eben auch für ein Comedy-Publikum funktionieren könnte. Ich glaube aber, das Hauptding hatte für mich mit Authentizität zu tun. Ich habe irgendwann, jetzt muss ich mal kurz genau aussprechen, das Wort. Wir wissen, was du meinst. Ich habe irgendwann mit, ich weiß nicht, den kennt ihr vielleicht auch, Andreas Omasics, gearbeitet. Genau, der hat Choreo für mich gemacht und meinte irgendwann, da war ich 19, glaube ich,
Er meinte irgendwann mal, Timon, warum hast du Spaß auf der Bühne? Ich sage, ja. Ja, warum zeigst du es nicht? Du bist doch eigentlich so, du hast doch eigentlich irgendwie Spaß, zeig das doch mal. Und ich war voll in diesem Modus drin, so, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Heute Abend okay. Nehme ich euch mit in die Welt der Gedanken und entführe euch hinter den Schleier. Und in dem Moment hat er mir quasi die Erlaubnis gegeben, Spaß dabei zu haben. Und dann, das hat, glaube ich, den Stein zu uns rollen gebracht dann vor Jahren. Das ist also Mentalismus oder auch Mentalzauberer ist ja unglaublich, man hat so ein ganz konkretes Bild davon, oder? Also ich finde, entweder ist es so dieses wahnsinnig ernste I read your mind, schau mir in die Augen, so dieses hier, oder es ist halt schnell in dieser esoterischen Ecke irgendwie. Also ich finde, beides ist sehr schwer. Beides ist sehr schwer irgendwie, sehr schwermütig auch. Es gibt Leute, die ziehen das natürlich ab. Da ist es aber, weil die halt von der Person das authentisch rüberbringen, weil die auch als Mensch so sind und nicht, weil sie meinen, dass das halt ist, wie man das macht. Das gibt es ja bei Zauberern auch, das gibt es bei Sängern auch, dass die irgendwie das Bild haben, wie man das halt macht und so muss man das machen, um da reinzupassen. Und dann hast du eigentlich schon verloren, weil du dir da eigentlich alle Chancen nimmst. Und wenn du sagst, ich bin erstmal Mensch und guck dann, wie ich als Mensch Künstler sein kann, das gilt, glaube ich, für jede Kunstform. Machst du was authentisch ist und was dann hoffentlich auch den Rahmen von dem, was es sein sollte, sprengt. Weil es halt du bist. Du kannst auch keiner kopieren. Dann bist du das eben. Okay, ja. Spannende Sicht. Also du hast da ja relativ, wie du schon sagst, also weicht ja sehr weit ab von dem klassischen Mental-Image, was man so kennt. Und hast da ja eine sehr moderne Sicht. Und du gibst es auch an andere weiter. Du hast ja ein Buch geschrieben, wo du dein Wissen und auch deine Auffassung zu den Dingen weitergibst. Magst du uns da mal kurz erzählen, wie es dazu kam? Ja, wie es dazu kam. Es war, das kam über mehrere Ecken. Der Campus Verlag, das ist rausgekommen, das Buch heißt Du bist Mentalist. Das reimt sich nicht wirklich, aber ich habe gedacht, dass es sich reimt, als ich den Titel... es reimt sich... Lass mich kurz überlegen, es reimt sich gar nicht. Aber, aber jetzt wo du sagst, stimmt. Du bist Mentalist. Ja, genau, hier, bitte, auf dem Papier reimt es nicht, auf dem Papier reimt es nicht, ich habe das irgendwie gesagt, das ist geil, das können sich Leute richtig geil merken, alles was reimt, das war, du bist mein Ja. Campus wollte expandieren in Richtung Popwissenschaft und zeitgleich hat einer der Agenturen oder einer der Agenten, mit denen zusammenarbeiten, mich kennengelernt und gesagt, Campus möchte expandieren Richtung Popwissenschaft, du bist jung, hast du nicht Bock ein Buch zu schreiben und ich schreibe tatsächlich gerne. Habe also dieses Buch geschrieben mit einem sehr flashigen Cover, wo ich ungefähr so draufstehe. Ich weiß, dieses Buch sucht man nicht oder das Buch findet dich im Laden. Das ist so, nimm mich mit. Findet dich, ja. Und da geht es eben um, also das muss man klar trennen von dem, was ich auf der Bühne mache. Es geht vor allem um Sachen, die ich aus der Hypnotherapie gelernt habe, eben Kommunikationstechniken, die ich in der Arbeit mit Menschen im Coaching gelernt habe, die ich da weitergebe für den Alltag. Und jetzt kommt demnächst der Nachfolger raus im August. Das heißt, kennen wir uns? Das wird ja spannend. Kennen wir uns? Es hätte auch fast so ein flirty Foto drauf gehabt, aber wir haben uns dann doch entschieden, dass etwas... Man wird ja älter. Jetzt habe ich gerade meinen Screen bewegt. Tut mir leid. Alles ich hoffe, gut, das ist ja hier. Wir sind ja live und unzensiert. Live und ungeschnitten. Ja, nicht ganz, aber unzensiert. Das ist aber jetzt, wo du sagst, man wird ja auch älter... ist es so, hast du auch oft gehört, irgendwie so, nee, so für mental bist du noch zu jung? Nee, ich komme ursprünglich aus der Hypnose, ich habe mit Hypnose angefangen, da war ich 12. Hypnose bist du noch zu jung. Und das ging aber auch lange so, das ging sehr, sehr lange so, auch bis ich so 19, 20 war, dass ich irgendwann dachte, ob man jetzt noch für Hypnose zu jung ist, weiß ich nicht. Und mittlerweile kriege ich es nicht mehr. Ich bin jetzt 25. Ja, und ich glaube, irgendwann hat man die Grenze so überschritten, dass Leute zu jung dann sagen, jetzt sagen sie halt, ja, du bist jung vielleicht, ne? Ja. Toll. Ein Jungspund. Es ist wirklich toll. Timon, vielen Dank, dass du heute unser Festival hier so bereichert hast. Danke euch. Mega geile Sache, würde ich sagen. Kompliment. Richtig geil, dass ihr das macht und dass ihr das für den guten Zweck dabei macht und so. Also ich applaudiere euch aus Amsterdam. Vielen Dank. Du sprichst es an, mal guter Zweck, freiwilliger Eintritt. Wir blenden jetzt den QR-Code ein, den ihr jetzt abscannen könnt, um uns und auch Timon zu unterstützen. Wir alle, wie gesagt, teilen ja die Einnahmen, euren freiwilligen Eintritt und der wird verteilt an die teilnehmenden Künstler und wie gesagt an Institutionen, die jetzt gerade sich um Menschen kümmern, die von der Krise wirklich schwer und existenziell betroffen sind. Timon, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und bis ganz bald live auf Tour, Comedy in Mind und
im nächsten Buchladen. Ja. Und dann bis bald. Viel Spaß. Ja, hoffentlich bis bald in echt. Ich freue mich drauf, Jungs. Ciao. Tja, Timon Krause, der unglaubliche Mentalist mit der schrägen Frisur aus Amsterdam. Ja. Der so untypisch Mentalist ist, tatsächlich, dass es wirklich wahnsinnig spannend ist, ihn auf der Bühne zu beobachten. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert und vor allem auch unterstützenswert. Also wenn ihr sagt, Mensch, das hat mir gut gefallen, dann schaut mal hier, der QR-Code ist hier irgendwo links, rechts in der Ecke. Ja, wir werden können ihn gar nicht genug zeigen. Spätestens morgen haben wir es raus. den einfach einmal abscannen, dann könnt ihr nämlich eine freiwillige Spende abgeben, also einen Betrag sozusagen abgeben als freiwilligen Eintritt. Ja, also es gibt ja bei diesem Festival keine richtigen Tickets, sondern ihr dürft selbst bestimmen, wie viel ihr dafür zahlen wollt. Und das macht ihr hier über diesen QR-Code oder über einen Link. Witzig ist, wenn er jetzt hier nicht wäre. Aber okay, wir gucken mal. Und wir haben uns überlegt, wer uns unterstützt, der soll ein kleines Goodie bekommen. Und das hat Marco dabei. Tada! Das Ganze sieht so aus, weil wir uns gedacht haben, Mensch, wie schade, dass es eigentlich keine richtigen Tickets gibt bei diesem Festival. Und da haben wir uns hier Folgendes überlegt. Also jeder, der quasi einen Betrag abgibt, bekommt als kleines Dankeschön so Festival-Tickets zum selber Ausdrucken. Da haben wir erst, guck mal, haben wir richtig Mühe gegeben. Guck mal. Also es ist ein digitales Festival, aber wir haben euch gesagt, wer uns unterstützt, bekommt das per E-Mail zugeschickt und kann sich das Ausdrucken an die Pinnwand hängen. Und vielleicht, wenn ihr die Künstler auf Tour besucht, auch unterschreiben lassen. Geile Idee. So erweckt ihr euer Festival-Ticket zum Leben sozusagen. Hammer-Überleitung. Der nächste lebendige Künstler. Völliger Schwachsinn. Aber er ist tatsächlich eine fast schon lebende Legende, finde ich. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen outen. Ich bin ja auch so ein bisschen Fanboy an dieser Stelle. Es ist furchtbar. Aber man hat es auch in den Vorbereitungen kaum gemerkt. Also immer wenn es um das Thema Wolfgang Moser ging, da wurde Marco aufgeregt. Die Augen jetzt ist gut. Auf. Nein, das Ding ist tatsächlich, ich bin ja jemand, der visuelle Zauberei liebt. Ja? Also wirklich so, man sagt Eye Candy. Ja? Und Wolfgang Moser ist jemand, der wirklich tolle Ideen hat und das in sehr visuelle Sachen packt. Bekannt ist er für die Teekesselnummer. Kennt vielleicht einige, auch mal zufällig gesehen im Fernsehen. Ganz, ganz großartig und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute Abend hier haben. Wolfgang Moser. Nach Österreich. Ist das richtig? Ich hätte dir sagen sollen, du musst ganz tief stapeln bei mir, wenn du mich ansagst. Jetzt erwarten sich die alle. Aber dafür hast du in der Vergangenheit bereits selbst gesorgt, glaube ich. Das liegt jetzt nicht nur an meiner Ankündigung. Wie läuft's? Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Magst du direkt loslegen? Ja, ich habe mir ja wirklich lang den Kopf zerbrochen, also was ich da mache. Ich wollte eigentlich Kartentricks machen, weil es natürlich ziemlich was Einfaches ist, ne? Aber ich habe jetzt schon gemerkt, so Kartentricks, ja, das ist halt gar nicht so einfach, vor allem wenn man das so über die Kamera macht. Ne? Weil, also wenn ihr jetzt hier wärt bei mir im Wohnzimmer, dann wäre das natürlich kein Problem. Aber also wenn ihr das jetzt bei euch guckt am Bildschirm, ne? Da wirken diese Karten ja dann meistens am Bildschirm schon viel, viel kleiner. Ne? Also je nachdem, wie groß man findet, ja. Aber vielleicht guckt ihr gar nicht, vielleicht guckt ihr am Tablet. Ja? Also wenn ihr das Ganze am Tablet guckt, da wird es dann wirklich schwierig, weil das wäre dann schon, die Größe, da wird es schon genau hingucken. Vielleicht sind da Leute dabei, die gucken das dann am Handy oder so. Da wird es schon wirklich schwierig, das wäre so die Größe. Dann, ne?
Und, also ihr seht schon, gerade Kartentricks, das ist wirklich schwierig, weil irgendwann ist alles, was man von diesen Karten noch sehen kann, nämlich darum habe ich mir gedacht, wir lassen die Kartentricks halt mal weg. Ja? Ich habe mir was anderes überlegt. Ich habe einen neuen Trick, den habe ich noch nie gemacht, aber ich würde den heute als Premiere machen, wenn es gleich okay ist. Ja, unbedingt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Sehr gut, sehr gut. Und, ich habe das wirklich noch nie gemacht. Das ist jetzt kein Scherz. Habe ich noch nie gemacht und ich bin ein wenig nervös und so. Und ich habe ja auch schon jetzt seit Wochen nicht mehr wirklich gezaubert. Ja. Und ich mache gerne eine Übung dann, bevor es losgeht. Ja. Da könnt ihr aber mitmachen. Also alle, die jetzt dazu gucken, können da mitmachen bei der Aufwärmübung. Wir werden unsere Finger aufwärmen. Und alles, was man dazu braucht, ist eine Kleinigkeit, nämlich eine Münze. Ja. Also wenn ihr alle mal entweder in die Luft greifen könnt und euch seine Münze nehmt, oder ich warte auch gerne, könnt ihr mal aufstehen und euch die holen. Los, Marco, jetzt geht's los. Wenn ihr nicht aufstehen wollt, wenn ihr gerade auf dem Sofa sitzt und nicht aufstehen wollt, dann habe ich einen Tipp, greift mal bei einem Sofa ein, ja? Und wenn ihr da kramt, dann bin ich sicher, die meisten von euch finden da so 50 Cent oder einen Euro oder einen Hosenknopf oder einen alten Keks, völlig egal. Marco hat das gemacht, mal guck mal. Ah, so, wir haben eine Gewicht gekriegt. Okay, beiden, super. Der Trick ist ganz einfach. Also das ist jetzt nur so eine Aufwärmübung. Ja? Man nimmt die Münze und das geht so los. Man balanciert die so ganz vorsichtig auf den Daumen ungefähr so. Ja, wirklich, ja. Das schaut schon mal ganz gut aus. Naja, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Der Daumen, der nimmt die Münze nämlich und legt sie ganz vorsichtig so auf den Rücken vom Zeigefinger drauf. So. Habt ihr? Ja. Oh Gott. Ja genau, jetzt wird es kompliziert. Jetzt kommt nämlich der Mittelfinger. Der Mittelfinger, der kippt die Münze ganz vorsichtig nochmal weiter auf den Rücken vom Mittelfinger, wo die wieder liegen bleiben. Ja, ja und da wird es dann, okay. Jetzt kommt der Ringfinger ins Spiel, dreimal raten, was der macht. Der kippt die Münze vorsichtig nochmal weiter auf den Rücken vom Ringfinger und jetzt kommt der kleine Finger ins Spiel und der ist ganz entscheidend. Der kleine Finger, der nimmt die Münze, nämlich dreht sie so durch die Finger durch, legt sie unten auf den Daumen drauf und der bringt sie vorsichtig wieder rum. Und wenn man das schnell macht, dann sieht es ungefähr so. Ja, genau. Natürlich. Ja, okay, wenn ihr das geschafft habt, das ist erst der erste Schritt von dieser Übung, muss ich noch dazu sagen. Der zweite Schritt ist doppelt so schwierig, denn für den zweiten Schritt braucht man so eine zweite Münze. Also, sonst sieht es genauso aus wie da hinten. Also der Daumen liegt ja auf dem Zeigefinger, der liegt auf dem Mittelfinger, der Ringfinger, der liegt auf dem Kleinfinger, der liegt auf dem Daumen und bringt es wieder oben. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr mal nur so zum Spaß mal Münze Nummer 3 dazu nehmen, ja, und das übt ihr so ein wenig. Und ihr habt jetzt ein wenig Zeit zu Hause, dann schafft es bestimmt auch bald mit 1, 2, 3, 4 Münzen. Ah, mega. Könnt ihr das nicht einfach anmachen? Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Dafür hast du alle Zeit der Welt, wenn du uns so ein kleines Kuvert machst. Was ich noch dazu sagen muss, also so Fingerfertigkeit, das hat ja eigentlich jetzt mit Zauberei gar nichts zu tun. Ne? Das ist nur so Fingerfertigkeit. Und viel wichtiger beim Zaubern ist ja so Fantasie und Vorstellungskraft. Weil ohne Vorstellungskraft ist diese ganze Fingerfertigkeit halt nichts. Ja. Das heißt, ich bin jetzt mal aufgewärmt und wir könnten anfangen. Wäre das toll? Ich mache jetzt meinen Trick. Till ist jetzt schon völlig bedient. Ach, ihr wisst ja, ich liebe ja so alte Tricks, ja, so wirklich alte, so Klassiker und Sachen, die so 150 Jahre alt sind. Und ich habe jetzt in der Zeit, wo ich zu Hause war, so ein paar alte Bücher wieder gelesen und ich habe da einen Trick, den wollte ich immer schon mal machen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt mal. Ich muss dazu sagen, das ist 150 Jahre alt. Also ich sage es nur das hier jetzt einmal dazu. Und der hat einen ganz tollen Titel. Der Trick heißt Der Trick mit dem Hut und dem Ei. Ja, das sagt der Name eigentlich schon alles. Man braucht dazu einen Hut. Ich habe nochmal so einen Zylinder. Sagt er wahrscheinlich, so ein Zylinder ist ein alter Hut. Habt ihr recht. Aber jetzt kann man mal herzeigen, so schaut so ein Zauberhut von innen aus. Ja, dann hat man noch ein Ei und man hat dann einen Zauberstab, halt, weil das ein sehr alter Trick ist. Hat man Zauberstab. Und jetzt geht's mal los. Also der Trick ist ziemlich einfach, wenn man mit dem Zauberstab so ganz vorsichtig auf das Ei draufklappt. Dann ist das Ei verschwunden. Aber das verschwindet halt nicht wirklich, das erscheint wieder zurück unter dem Hut. Toll, oder? Also vor 150 Jahren war das nämlich der absolute Wahnsinn. Tschö? Aber ich weiß, heutzutage muss man das mindestens zweimal machen, damit die Leute da wirklich begeistert sind. Achtung. Und das Ei ist verschwunden und erscheint zum zweiten Mal zurück unter dem Hut. Ja? Ist toll, oder? Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist ja wirklich schon ein alter Trick. Ja? Und heute macht das auch keiner mehr. Das ist auch ein ziemlich einfacher Trick. Ich könnte verraten, wie das funktioniert. Wäre das okay, meinst du? Schau noch viel sauberer zu. Also, der Trick ist ganz.
Sind wir unter uns? Wir sind ja unter uns, scheiße. Habe ich nämlich in dem Hut, da ist nämlich in Wirklichkeit ein zweites Ei versteckt. Ja, also so funktioniert es eigentlich. Moment, das ist jetzt die Zitrone. So kurz das Anblick. Okay, das ist die noch runter. So, ich habe das doch noch irgendwo reingegeben. Ja, kurzer Anblick, ich habe es gleich. Habe jetzt keine Ahnung, was das ist, aber das ist ein Tennisball. Das ist eine Billardkugel. So, ich habe es wirklich gleich, Achtung. Eine Kartoffel. Ich hab's. Ganz unten. Genau, da ist es, das zweite Ei. Ne? Also jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Ne? Da hat man einfach zwei davon. Und wenn man es weiß, ist dann ziemlich einfach. Einzige, was ich jetzt noch nicht ganz weiß, ist, wo dann am Schluss diese Melone herkommt. Ja, aber ich glaube, das ist irgendein anderes Ding. Wolfgang Moser, ihr Obst- und Gemischtwarenhändler und Zauberkünstler, das ist ja Wahnsinn. Und ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo in diesem Hut geht es auch noch nach Narnia. Ich glaube auch, ja. Also, ich sag mal so, wir sind ja selber auch Zauberkünstler, aber also ich kann nur für mich sprechen, ich sitze hier gerade wirklich und komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Super, hat auch echt Spaß gemacht. Also wir sind jetzt alle schon seit Wochen nicht mehr aufgetreten und ich habe mich schon den ganzen Tag gefreut, weil das ist jetzt gerade wirklich, also es hat sich auch schon davor angefühlt, wie auf einen richtigen Auftritt warten, obwohl ich da im Wohnzimmer jetzt sitze, aber es ist super gefühlt. Aber schon man muss dazu sagen, ich glaube, niemand war von Anfang an so Feuer und Flamme wie Wolfgang Moser. Das stimmt. Du warst tatsächlich der Erste, den ich angeschrieben habe, den wir kontaktiert haben und ich sage, hey, ne, wie sieht's aus, Wolfgang? Und die Nachricht, die Antwort war einfach nur so, ja, und ob ich dabei bin? Ja, und das war ziemlich schnell und Wolfgang ist auch immer irgendwie, jetzt auch gerade bei der Aufzeichnung, Wolfgang ist permanent aktiv bei Facebook, ja, also der wartet regelrecht darauf, dass wir schreiben, es geht los. Sehr, sehr, sehr toll. Also hat großen Spaß gemacht. Ja, ich finde super, dass ihr beide das organisiert. Also es ist ein super, super tolles Projekt und ich hoffe, alle unterstützen es nach allen Möglichkeiten. Das ist ein gutes Stichwort für unseren PayPal-Link, weil ihr könnt ja freiwilligen Eintritt spenden und abgeben, um uns, die teilnehmenden Künstler, zu unterstützen. paypal.me/magicathome. Spendet das, gebt das ab, was ihr könnt, was euch möglich ist, was ihr möchtet. Und wenn ihr gerade selber durch die Krise ziemlich stark betroffen seid, dann gebt ganz ehrlich, gebt einfach nichts, schaut euch das an und habt Spaß, genießt die Zeit mit uns. Lieber Wolfgang, ich glaube, wir haben noch ein, zwei Fragen an dich, wenn wir dürfen. Super. Willst du anfangen? Soll ich? Hau mal los. Ich hau mal raus. du warst ja beim Showdown der weltbesten Magier dabei, initiiert von den Ehrlich Brothers. Und was ich ganz toll fand, da hast du ja deine Teekesselnummer gezeigt und du hast dir, das ist ja eine große Bühnenfernsehshow, du hast dir dort ja auf der Bühne ein kleines Parler-Set bauen dürfen. Also du hast dir Zuschauer auf die Bühne geholt und in Stuhlreihen dort platziert. Das ist schon deine große Leidenschaft, die Parler-Zauberei mit den Leuten ganz nah dran. Oder reizt du auch die große Bühne? Ich habe ja auch, ich habe ja eigentlich angefangen als Close-Up-Zauberer, also so fangen ja die meisten halt an, weil das ist ziemlich einfach, da braucht man nur wenig Requisiten und kann eine Show machen. Und ich habe davon eigentlich die ersten 10 Jahre hauptsächlich gelebt, von so Close-Up und von Tisch zu Tisch zaubern. Und mittlerweile macht man das eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß wie früher. Das war früher meine ganz große Leidenschaft und jetzt macht die Bühne einfach viel, viel mehr Spaß, weil da einfach ganz andere Situationen entstehen können auf so einer Bühne und die Wirkung ist eine ganz andere, für mich zumindest gefühlt. Also auf der Bühne fühle ich mich super wohl. Und dieses Setting, das wir da hatten im Fernsehen, das ist natürlich auch praktisch, weil man jetzt nicht Leute aus dem Publikum rausholen muss. Gerade mit diesem Teekessel-Trick, da brauchen wir eben Leute, weil da werden so Getränke, die sich verwandeln und weiter müssen das kosten. Und das ist natürlich praktisch, wenn die gleich hier sitzen und man nicht extra hier aus dem Publikum ständig runter und rauf laufen muss. Also das ist, auch das Bild mag ich ganz gerne, dass viele Leute auf der Bühne sitzen und das alles kontrollieren können, das ist toll. Du hast das eben schon selber angesprochen in deiner Nummer, das ist ein sehr altes Kunststück und ich glaube, viele deiner Kunststücke beruhen wirklich auch auf Techniken, die schon längst vergessen sind. Ja? Warum lohnt es sich mal in alte Zauberbücher zu gucken, deiner Meinung nach? Ach, das lohnt sich immer. Also ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt anfangen soll, die ganzen Vorteile aufzuzählen, aber die Methoden, die damals verwendet worden sind, die sind einfach super clever. Auch die Kunststücke, die waren einfach sehr, das waren sehr simple und einfache Kunststücke oft, aber gerade deswegen halt ganz, ganz großartig. Man muss auch dazu sagen, damals hatten die Leute auch noch mehr Zeit, sich solche Nummern anzusehen und sehr viele Nummern waren damals
verglichen zu heute, ist ja langatmig und wenig langweilig fast, aber man kann diese Grundideen und diese Techniken nehmen und heute genauso vorführen, wenn man die ein wenig aufpeppt und fürs heutige Publikum anpasst. Und mir fällt auch auf, dass auch junge Leute heute das genauso toll finden, auch diesen altmodischen Stil, das hat noch einen gewissen Reiz auch heute. Absolut. Ich finde es auch gerade in der Zeit, wo viele junge Zauberer ja so aus dem Boden plöppen und einer will cooler sein als der andere, ich ziehe mir noch eine Lederjacke an und wie auch immer, ist das, finde ich, auch nochmal einfach ganz, ganz toll, um den Leuten eben auch noch das zu zeigen und das zu bewahren und sie daran zu erinnern, dass Zauberkunst eben eine lange Geschichte hat und man eben auch sich dort an diesen alten Techniken zum Beispiel bedient und das auch in diesem Stile vorführt. Wobei ich schon sagen muss, ich habe den Eindruck, dass die viele Zuschauer, die jetzt diese großen Arena-Shows kennen, was ja gerade sehr populär ist im deutschsprachigen Raum, dass die so langsam rüberschwappen in die Kleinkunst und das auch ganz toll finden. Wenn ich, erzähl. Ich merke schon, dass die Popularität von diesen großen Shows und von Ehrlich Brothers und so weiter für uns alle gut ist, weil die Leute sich für Zauberei interessieren. Und vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, wie ich angefangen habe, da war man so ein kleiner Nerd, wenn man Zauberer war. Und heute ist es ganz toll. Wenn man heute sagt, man ist Zauberer, dann finden die Leute das mal interessant und spannend, weil ich schon so viele tolle Sachen gesehen habe im Internet und im Fernsehen. Und das ist für uns alle toll. Das stimmt. Und natürlich die Fähigkeit, in einem Stadion für 50.000 Leute zu zaubern, ist auch etwas ganz, ganz Besonderes. Also ich bewundere das ganz toll, wie die das machen. Das wäre etwas, was ich jetzt zum Beispiel nicht könnte. Ja, aber klar, deine Stärken sind auf jeden Fall in den Dingen, die man wirklich in den eigenen Händen erleben kann und ganz dicht dran ist. Wenn ich davon mehr sehen möchte und wirklich mal Teil dieser wenigen Personen um dich herum sein möchten, die das ganz hautnah erleben, wo muss ich da hingehen? Im Augenblick weiß ich selber noch nicht, Monaten ins Wasser gefallen sind und verschoben sind. Einige sind verschoben, da gibt es schon Ersatztermine und die gibt es natürlich auf meiner Webseite, die ist wolfgangmoser.com oder ihr folgt mir einfach auf Facebook oder Instagram und da kriegt ihr immer mit wann und wo ich irgendwo aufgehe. Und zum Überbrücken gibt es da auf jeden Fall auch tolle Videos, die du aus deinem Homeoffice postest. Ein paar davon haben wir auch schon geteilt auf unserer Seite. Genau, also da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf die Seite. Schön, dass du dabei warst, hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Dich auch. Oh Gottes Willen. Schön, dass du dabei warst und dann hoffentlich ganz bald auch mal wieder live und hautnah dran. Das hoffen wir. Liebe Grüße nach Wien. Ciao. Viel Spaß noch. Tschüss, danke. Tschüss. Wolfgang Moser. So, und jetzt sag mal, habe ich zu viel versprochen? Definitiv nicht. Also meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich habe keine Ahnung, wo die Melone herkam. Völlig raus. Ich finde es großartig. Das ist wie so ein kleines Kind, was das erste Mal irgendwie Zauberei sieht. Es ist großartig. Mutti! Ja. Ich hab Wolfgang gesehen. Ich habe eine Melone fast getragen. Richtig. Egal. Oh Mann. So. Ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen mit Wolfgang, und zwar über den Showdown der weltbesten Magier mit den Ehrlich Brothers. Und als nächsten Gast oder Gästin, muss man sagen, haben wir eine Person, die damals tatsächlich auch schon ganz nah mit dabei war. Richtig, ja, weil sie ist die Vorsitzende des Ehrlich Brothers Fanclub und sie wird uns heute hoffentlich ein bisschen was darüber verraten, wie man so eine Meute Fans mit vielen tollen Aktionen unter einen Hut bekommt. Deswegen heute live bei uns zugeschaltet Eva Rühl. Hallo Eva. Hallo Eva. Hallo Till, hallo Marco, grüßt euch. Das ist ja schön, dass du Zeit gefunden hast. Wirst du gleich mit einem Helikopter auch bei uns hier im Studio erscheinen? Du siehst so aus, als wenn du gleich bei dir abhebst. Ja, fast. Ja, das ist halt nun die Technik von heute so. Es ist faszinierend. Mensch, und du sitzt da auch, ich sehe es gerade, in deiner Fanclub-Ecke. Das ist ja tapeziert. Richtig. Das ist ja fast ein Museum, oder? Ja, sehr richtig. Modial. Das ist meine Fanclub-Ecke hier im Büro. Und da darf ich auch aufhängen, was ich möchte und mich austoben auch. Sehr cool. Eva, wie lange gibt es euren Fanclub jetzt schon? Seit wie vielen Jahren? Den wird es jetzt am 2. Mai 5 Jahre geben. Wow. Das ist ja schon eine ganze Zeit. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz zu den Anfängen zurück, weil wie kommt man auf die Idee, einen Fanclub für Zauberkünstler zu gründen? Also man kennt das ja von weltbekannten Rockmusikern oder von Popstars. Bei Boybands, aber ein Fanclub für Zauberkünstler hat es, glaube ich, vor den Ehrlich Brothers nicht gegeben, oder? Nicht in Deutschland, nein. Oder? Nein, nicht, dass ich wüsste, nein. Auf die Idee gekommen bin ich eigentlich, ich muss ein bisschen ausholen, 1993 war meine erste
Kontakt mit der Zauberei, und zwar mit David Copperfield in Dortmund, in der Dortmunder Westfalenhalle. Oh, schon so lange. Und das war, da ist der Funke übergesprungen, und ja, 1993 gab es noch sowas nicht wie Internet und ähnliches in der Art. Da gab es auch schon einen Fanclub, und das haben damals die Eltern von David Copperfield geführt, und da wurden die ersten Fans dann per Briefe haben wir uns unterhalten oder per hinterher mit Modem und ähnliches, und die Freundschaften bestehen heute teilweise noch. Und ja, als ich dann 2014 das erste Mal die Show der Ehrlich Brothers gesehen habe und das zweite Mal und beim dritten Mal dachte ich mir so, man möchte auch gern Fans treffen. Ja, also da kam dann die Idee, einen Fanclub zu gründen. Da habe ich dann ein halbes Jahr circa so ein Konzept zusammengestellt und ja, und im Mai 2015 sind wir dann sozusagen online gegangen. Mit unserer Webseite, Facebook, Insta, kam nach und nach, ja. Also das ist was so richtig Offizielles, ne? Das ist jetzt nicht einfach, wir reisen da mal ein paar Künstlern gelegentlich hin und her, sondern das ist richtig. Wie viele Mitglieder seid ihr? Wir sind angemeldet um die 1300 und sind aber aktuell aktive Fans auf unserer neuen Webseite, haben sich registriert. Es waren circa 330, 340 Mitglieder. So der harte Kern sozusagen. Ja. Richtig, genau. Das ist schon beachtlich. Es ist schon spannend. Also gerade bei den EBs erlebt man das ja, dass sich so viele Gruppen mittlerweile gefunden haben, so viele Leute für eine gemeinsame Sache brennen, da Spaß dran haben, sich zusammenschließen, richtig, Freundschaften finden. Ja. Also es gibt ja so tolle Vorteile, die es hat, sich mit anderen Fans zusammenzutun und gemeinsam etwas zu erreichen. Genau, das ist auch das Schöne, ja, richtig. Wie kommt ihr denn von der Idee einer Aktion, die ihr plant, bis zur Umsetzung mit so vielen Leuten, die es alle zu koordinieren gilt? Ja, das ist schon nicht ganz so einfach. Wir sind einmal ein Grundkern, sage ich jetzt mal, oder Mitglieder, die Ideen auch reinbringen und die das dann versuchen umzusetzen. Wie kann man sowas umsetzen? Dann schreiben wir auf Facebook, dann schreiben wir in so ein Forum rein. Wie kann man was machen? Oder wir fordern die Fans auf, malt doch mal ein paar Plakate für die Shows. Oder was habt ihr für Wünsche? Was kann man machen? Wir haben Fanclub-Treffen. Und da kommen Ideen zusammen und ja, die greifen wir dann auf und versuchen das dann halt umzusetzen. Und viele Fangemeinschaften gibt es mittlerweile. Wir sind mit denen auch viel zusammen. Es gibt viele kleine Gruppen auch, die mit denen wir zusammen was machen. Also das ist diese Zusammengehörigkeit, die dann entsteht. Ne? Das ist also auch total schön. Das meinte ich ja eben, das ist ja ein völlig banales, dort irgendeinen Konkurrenzgedanken rein zu interpretieren, weil es gibt verschiedene Fangruppen, die sich untereinander organisieren und treffen und die ja eben auch, richtig, darüber hinaus zusammenarbeiten, weil sie kämpfen ja für eine Sache. Und das finde ich total faszinierend. Da sind uns auch ja schon so viele schöne Geschichten absolut begegnet. Toll. Na, vor allem, es geht ja weit über das, was man eigentlich auf der Bühne macht, hinaus. Ne? Also, dass viele, also klar, ihr trefft euch, ihr seid miteinander befreundet. Ich glaube, ihr macht auch so ein Fanclub-Treffen einmal im Jahr. Richtig, das machen wir einmal im Jahr, machen wir das. Ja. Bis jetzt immer hier bei mir zu Hause in Unna, im Bereich, was also in der Mitte von Deutschland liegt. Und wir waren immer um die 30, 40 Personen, und das ist eigentlich sehr schön. Man kommt sogar überregional aus München, sogar aus der Schweiz haben wir Freunde jetzt mittlerweile, und das ist halt das Schöne daran. Diese Leidenschaft verbindet halt dann auch über die Grenzen hinaus. Ja. Wie ist denn das jetzt in dieser, es sind ja doch schwierige Zeiten für die Künstler, auch die EBs können ja gerade nicht auftreten, die mussten ihre TV-Aufzeichnung verschieben und so. Oh ja. Bekommt ihr davon was mit? Wie hast du vielleicht Ideen, was bei euch so passiert innerhalb der Fangemeinde, wie ihr jetzt... Wie unterstützt man genau, jetzt, ne? Genau, wie ihr jetzt unterstützt. Macht ihr da was? Habt ihr was in Planung oder brainstormt ihr? Was ist da los? Also brainstormen in der Hinsicht jetzt nicht. Wir sind auf jeden Fall versucht, die neuesten Neuigkeiten auch immer zu posten. Es haben EB ja auch selbst die Videos, die sie jeden Tag veröffentlichen, die zu verbreiten, selbst auch Werbung zu machen für die Künstler, auch über die Künstler hinaus zum Beispiel, auch jetzt nicht nur Ehrlich Brothers, sondern auch für andere Künstler die Werbung zu machen, dass das einfach auch im Gedächtnis bleibt sowas, ne? Dass wir können jetzt nirgendwo hinfahren zur Show, sondern online einfach den Zusammenhalt herstellen. Das ist eigentlich unser Ziel. Und vor allen Dingen, die Karten verfallen ja auch nicht, sondern es gibt ja Ersatztermine. Und das sollte man auch auf jeden Fall wahrnehmen, die Ersatztermine zu den Ersatzterminen hinzugehen und die Tickets jetzt nicht
zu verkaufen oder zurückzugeben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht, keine Ahnung. Genau, das geht ja grundsätzlich für viele Künstler, dass man sich da freut, wenn, selbst wenn Termine abgesagt werden, was sich ja nicht immer vermeiden lässt. Also du vielleicht kannst du es mal erzählen, du bist ja auch groß auf Tour mit Wunderkind Live. Absolut. Also bei mir sind tatsächlich, ich spiele ja zwei Touren parallel. Einmal Wunderkind Live, mein Solo, und einmal bin ich ja mit den Magiern 3.0 unterwegs. Ja. Also zwei große Ensemble Touren. Show, ne? Ja. Genau, mit anderen Magiern zusammen. Also zwei große Tourshows tatsächlich. Und da sind wirklich, ich glaube, bis Mitte Mai 30 Termine weggebrochen. Und das ist schon hart. Also, weil du selber merkst, irgendwie, weil wir leben ja davon. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie noch einen Hauptjob haben und das so hobbymäßig mal abends machen, sondern wir leben davon. Wir haben ein Team, wir haben Miete zu bezahlen, wir haben Mitarbeiter etc. Da hängt ein riesen Rattenschwanz und auch Verantwortung für andere Leute mit dran. Ja. Die Theater, in denen wir spielen, die wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, ob sich das überhaupt leisten können, wieder aufzumachen. Na, auch Veranstalter, also es gibt ja, haben wir ja auch, dass man mit Veranstaltern zusammenarbeitet, die dann für einen sich um die Organisation und den Locations kümmern und so weiter. Die hängen auch in der Luft, und um vielleicht dann mal so ein Bewusstsein zu schaffen, nicht nur so die ganz offensichtlichen Dinge, denkt mal an so Catering-Firmen, ganz viele Theater arbeiten mit Catering, mit Gastro zusammen. Ja. Das fällt weg, wenn die Leute nicht in die Theater gehen. Auch die, das ist eine Kette, die einen Rattenschwanz zieht. Ich hatte einen Kommentar bei Facebook, da habe ich mein Online-Shop beworben. Ich habe meinen Online-Shop eröffnet, kurz nachdem diese Krise war, nachdem das klar wurde, dass die Termine ausfallen, habe ich einen Online-Shop aufgemacht. Und darunter kam ein Kommentar von einer Dame, die gesagt hat, Mensch, ein bisschen weniger Werbung würde dir gut tun in so einer Krisenzeit. Ich finde das völlig unangebracht, Werbung jetzt zu machen in der Form. Also war ein relativ harter Kommentar, der mich auch echt getroffen hat, wo ich mir dachte, okay, krass, ich glaube, die Fehlerquelle sind wir Künstler auch manchmal selbst, weil wir, glaube ich, gar nicht, wir versuchen den Leuten immer eine schöne Zeit zu schenken, aber und es nach außen auch sehr leicht alles aussehen zu lassen und sehr, wir treten halt auf. Und wir wollen auch nicht, dass die Leute sehen, was hinter den Kulissen so abgeht, aber die Wahrheit ist, dass wir eben davon leben, dass wir Miete bezahlen, dass wir Mitarbeiter haben, und so ein Online-Shop, ist eine Möglichkeit, Geld zu generieren, um all diese Sachen zu zahlen, die Theater zu unterstützen, unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Und da müssen wir, glaube ich, als Künstler noch eine Menge tun, um das auch bewusst zu machen. Und dafür gibt es tolle Aktionen wie so Soli-Tickets. Also mal drüber nachdenken, wenn man ein Ticket gekauft hat, ob man das zurückgeben will, ob man die Kohle zurückverlangt, weil jetzt der Termin ausgefallen ist, oder ob man sagt, Mensch, weißt du, 20, 25 Euro oder meinetwegen auch ein bisschen mehr. Tut mir das wirklich weh, oder spende ich das dem Theater und den Künstlern, weil wenn ich die am Ende nochmal sehen möchte nach dieser Krise, ne, muss man halt überlegen. Irgendwie muss es weitergehen, Finde ich völlig korrekt auch. Ticket ist ein gutes Stichwort, weil du hast sicherlich auch irgendwo mal auch Tickets hängen da an deiner Wand. Nicht nur eine oder andere, eventuell. Und da haben wir gerade für so Spezies wie dich, die sagen, Mensch, ich würde gerne eine Erinnerung mitnehmen. Jetzt ist ja das Problem bei so einem Online-Festival, du hast ja kein Ticket. Ja. Ja, stimmt. Und da haben wir, aber da haben wir uns was überlegt. Und zwar, jeder, der einen kleinen Betrag abgibt an unseren QR-Code oder freiwilligen Eintritt für unser Media at Home Livestream Festival, kommt auf jeden Fall. Natürlich. Der bekommt von uns online zugeschickt ein Ticket zum selber ausdrucken. Na? Ui. Oh, ist das schön, hör mal. So. Ja, da habe ich mich nicht gelassen. Da bin ich immer gespannt. Schauen Sie. Guck mal, Eva noch so, oh toll, das ist ja schön. Eva druckt sich das nämlich direkt aus. Und das kann man sich wirklich dann zu Hause ausdrucken. Das ist was für den Kühlschrank, für die Pinnwand. Da haben wir uns gedacht, vielleicht als kleine Erinnerung an dieses ganz besondere Festival. Das ist total lieb. Aber Eva, ich sag mal so, du bist ja hier bei uns heute. Du stehst ins Rede und Antwort, dir schicken wir so eins zu, ne? Ja. Ach, das ist lieb. Dankeschön, freu ich mich. Eva, absolut. Wir sind leider am Ende angekommen. Unsere zwei Stunden, so viel zu tun. Nein, Eva, es ist wirklich, wir haben heute, die Sendung ist so voll, es ist Wahnsinn. Eva, vielen, vielen Dank, dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank, auch eine super Idee, die ihr da habt, und ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ich bin gespannt, was uns die nächsten drei Abende jetzt noch erwarten wird. Das wird mega, das wird ganz, ganz großartig. Ja. Sehr schön, dass du dabei warst. Und viel Erfolg. Danke auch. Vielen Dank. Euch auch. Und wir sehen und hören uns. Mach's gut. Eva Rühl live bei uns. Beim ersten Magic at Home Livestream Festival. Tschüss. Ciao. Tschüss.
Ja, und von Eva Rühl, die ja mit die größten Zauberkünstler im deutschsprachigen Raum begleitet, kommen wir jetzt zu einem der kleinsten Zauberkünstler, die wir so haben. Und das ist ganz schön krass, weil der nächste Künstler war mit 9 Jahren mal das jüngste Mitglied im Magischen Zirkel. Und das muss man sich mal vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er kann es aber mit den Großen auf sich nehmen. Der hat extrem coole Nummern. Ich habe ihn schon ein paar Mal live gesehen. Und da kann sich so der ein oder andere erwachsene Zauberkünstler richtig warm anziehen. Und ich freue mich sehr, dass er eine Nummer mitgebracht hat, mit denen er schon bei den deutschen Jugendmeisterschaften angetreten ist. Und es ist eine Hommage an seine Heimat. Ja, er kommt aus Bayern und deswegen sind jetzt auch die Brezen, die bayerischen Brezen, sind inklusive. Einen großen digitalen Applaus für Magic Maxl. Grüß euch, ich bin der Magic Maxl, 13 Jahre und komme aus Dachau. Wer das nicht kennt oder nicht weiß, wo das liegt, das ist in der Nähe von Minger, also München. Und das kennt ja wirklich jeder. Warum? Na ganz einfach, weil wir haben die Wiesen, also das Oktoberfest. Und das kennt ja wirklich jeder. Apropos, letztes Jahr auf der Wiesn sitze ich mittags im Zelt und dann kommt so ein Gruppenleiter her und einer entpuppt sich tatsächlich als Hütchenspieler. Wahrscheinlich hat er gemeint, er kann sich gerade bei mir ein bisschen Geld dazu verdienen. Wir haben dann gefragt, ob vielleicht nicht besser ich ihm mal sagen soll, was wir Zauberer mit dem Becherspiel so machen. Und dann habe ich auch schon losgelegt. Also, wir Zauberer brauchen fürs Becherspiel ja 3 Becher. Ja, kann gehen. Gut, dann brauchen wir Zauberer noch 3 Bälle. 3 Bälle, 3 Bälle. 3 Brezenstücke gingen an. Gut, dann brauchen wir Zauberer noch einen Zauberstab. Perfekt. So, dann nehme ich jetzt das erste Brezelstück in meine Hand und lass verschwinden. Dann nehme ich jetzt das zweite Brezelstück auch noch in meine Hand und lass auch verschwinden. Und ihr kennt es ja natürlich jetzt schon länger. Das letzte Brezelstück nehme ich auch in meine Hand und lass auch verschwinden. Gut, die Brezenstücke sind natürlich jetzt nicht wirklich alle verschwunden, sondern die sind alle wieder unter dem Becher zurückgewandert. Dann habe ich zu dem Hütchenspieler gesagt, jetzt such dir doch bitte mal einen Becher aus. Dann wollte er schon seinen ersten Geldschein hinlegen. Da habe ich gesagt, na, wir Zauberer machen das ohne Geldspiel. Such dir einfach einen Becher aus. Den mittleren? Gut. Und unter welchem Becher soll ich jetzt das Brezelstück vom mittleren Becher zaubern? Unter den? Perfekt. Dann nehme ich jetzt das Brezelstück von dem Becher und schmeiße es unter den. Dann haben wir da natürlich keine Brezelstücke mehr und dafür 2. Wenn du jetzt beim zweiten Mal den Becher genommen hättest, hätte ich das gleich gemacht. Ich hätte das Brezelstück von der Nummer und da drunter geschmissen. Hätte man da natürlich keine Brezenstücke mehr. Und dafür 2. Jetzt haben wir noch ein Brezenstücke übrig. Und mit dem machen wir was ganz Besonderes. Und zwar den Brezenstücke-Becher-Aufzug. Achtung, der geht so. Nach oben. Das ist cool. Oder? Nach unten. Dann sagt der Hütchenspieler auf einmal, das ist doch alles Trickserei. Naja gut, aber was passiert jetzt, wenn ihr das erste Brezelstück ganz sichtbar lache? Dann sagt der Hütchenspieler, ja, meintest du das jetzt fort? Naja, das bin ja hier und beim Papa. Au, 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 au
Und jetzt sind alle Presestöcke verschwunden. Hä? Und als der Hütchenspieler das dann gesehen hat, da ist der rückwärts zu seiner Bierbank aber gefallen. Gut, vielleicht lag das nicht an mir und dem Becherspiel, sondern vielleicht an dem Bier, was er drungen hat. Das ist ja zur Wiesenzeit eben ein sehr großes Problem. Die Leute trinken einfach viel zu viel Bier und setzen sie dann so hinter Steuer. Erwachsene Leute. Die Münchner Polizei hat sich dann einen ganz besonderen Test für Autofahrer überlegt und unseren Nachbarn in Hirsam so noch gleich erwischt. Und das liegt dann so. Jeder anständige Münchner Polizist hat immer ein paar Schafkopfkarten dabei. Und der Polizist hat dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten genommen und gesagt, schau mal hier, du kriegst jetzt da gleich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Du schmeißt mir bitte 2 weg und sagst mir dann, wie viel du noch hast. Also ich habe jetzt da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Schmeiße ich 2 weg. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sagt der Polizist, ach Kim, das kann doch gar nicht sein. Probier's nochmal. Also, ich habe jetzt da nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten. Schmeiße ich nochmal 2 weg. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann sagt der Polizist, Kim, hier, es gib mir mal die Karten. Schau her. Wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten hast und 2 davon wegschmeißt, hast du natürlich noch 1, 2, 3, 4. Probier's einmal mit 4 Karten. Letzte Chance. Also, ich habe jetzt da 1, 2, 3, 4 Karten. Schmeiße ich auch wieder 2 weg. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Was soll ich euch sagen? Der Hirs fährt jetzt seit 3 Wochen mit der Straßenbahn und ich freue mich jetzt schon wieder auf nächste Wiesn. Mega cool! Magic Maxi! Oh, schön! Und die Zimt, die Musik spielt, ist ja schön. Die Musik ist der Hammer. Ich frage mich vor allem, wie oft musst du die nochmal spielen, um satt zu werden am Tag? es dauert ein bisschen, ja. Es dauert ein bisschen. Sehr cool. Mit der Nummer warst du tatsächlich bei den deutschen Jugendmeisterschaften, richtig? Genau, damit war ich 2016 bei meinen ersten deutschen Jugendmeisterschaften und das auch da recht erfolgreich. Ich wollte mal sagen, da hast du direkt abgeräumt. Ne? Wie ging es denn aus? Magst du mal berichten? Ja, ich habe sehr überraschend den ersten Platz in der Sparte Parlor Magic gewonnen. Und das cool, Gratulation. Wir sind da ohne irgendwelche Erwartungen, ohne irgendwelche Kenntnisse hingefahren und gedacht, ja, ich zeige das mal hier so und ja, das kam dann dabei raus. Sehr cool. Da teilt ihr beiden ja sozusagen eine Sparte. Eine Sparte? Den Gewinn einer Sparte teilt ihr euch sozusagen. Parlor Magic. Also ja. Wir hatten ja Wolfgang Moser heute schon hier mit in der Show und der ist natürlich auch ein Meister genau dieser Sparte, weil es ist einfach schön, sehr dicht dran zu sein. Und du bist aber Wiederholungstäter, ne? Du warst ja nicht nur einmal bei den deutschen Jugendmeisterschaften. erzähl mal, was ist da passiert? Ja, also wir waren dann mit der Nummer da und es ist... es lief dann eben sehr gut und wir haben uns gedacht, okay, jetzt fahren wir vielleicht nochmal hin und warum nicht? Kleiner Familienausflug. Ne? 2017 gab es dann eben keine Meisterschaft, keine Jugendmeisterschaft, aber 2018 dann wieder, da sind wir dann hingefahren, hatten ein bisschen mehr Zeit für die neue Nummer dann weiterzuentwickeln und dann sind wir jetzt 2019 auch wieder hingefahren. So, jetzt mal ganz kurz fürs Protokoll. Du hast 3-mal teilgenommen und du hast wie oft den ersten Platz gemacht? 3-mal. 3-mal. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich finde es faszinierend,
Also das ist schon eine Leistung, aber was ja einige gar nicht wissen, oder viele wahrscheinlich, Maxl ist ja vielseitig begabt. Also der ist ja nicht nur ein, du bist ja nicht nur ein fantastischer Zauberer, du spielst auch Klavier wahnsinnig gut, habe ich mir sagen lassen. Ja. Du schauspielerst, ja. Und du hast jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie lange schon, du hast auf jeden Fall ein Hobby, was mit Lego-Männchen zu tun hat. magst du uns verraten, was es damit auf sich hat? Ja, das Ganze nennt sich Stop-Motion oder Brick-Filming und es ist eigentlich so, dass man ein Foto von so einer Lego-Figur oder einem Lego-Stein macht und dann bewegt man jetzt so ein ganzes Stückchen, macht wieder ein Foto, bewegt es wieder ein bisschen und wenn das nacheinander die Fotos abgespielt werden, schaut es so aus, wie wenn sich das bewegen würde. Und das habe ich angefangen, das habe ich glaube ich irgendwann mal auf YouTube gesehen und habe das dann bei mir am Boden im Zimmer mal angefangen und wurde jetzt immer weiterentwickelt und jetzt habe ich mir gedacht, ja, probiere ich doch das mal mit einem kleinen Lego Magic Maxl aus. Ja, und wir haben eine Matz, wie wir so schon sagen, haben wir da. Und zwar bist du in dieser Matz als Lego-Männchen, nicht alleine. Du holst dir magische Unterstützung und vielleicht erkennen die ein oder anderen in diesem kleinen Clip, den wir jetzt gleich sehen, jemanden hier aus diesem Raum wieder. Und vielleicht sogar einen kleinen Zaubertrick, den wir heute eventuell auch schon mal hier in diesem Raum gesehen haben könnten. Wir schauen mal gemeinsam in den Clip rein. Okay, ich komme nicht drauf. Hast du einen Tipp? Ich weiß nicht. Wer ist es? Ich weiß nicht. Das ist dieser eine Zauberer, der ganz viel mit Polaroids macht. Ja? Ich habe mich wirklich riesig gefreut, als dieser Clip kam. Mega, mega cool. Vielen lieben Dank dafür. Ja, sehr gerne. Und mich würde mal einfach nur, weil ich habe ja keine Ahnung von Technik, ich glaube 20 Sekunden ungefähr war der Clip. Wie lange, also braucht man dafür und aus wie vielen Bildern ungefähr besteht das dann oder aus wie vielen einzelnen Steps? Also das alleinige Video mit mir, wo nur der kleine Magic Maxl ist, das waren so um die 144 Bilder und das jetzt mit Marco, da habe ich vielleicht so eine Stunde dran gesessen und das sind um die 280 Bilder. Du musst also 280 Mal bewegen, genau. Drücken, du bewegen. Musst ja für jedes Foto eine Kleinigkeit ändern. Das ist ja der und ich fand das so faszinierend, weil habt ihr mal, also das Video verlinken wir euch auch auf unserer Instagram-Seite, guckt ihr euch nochmal 10 Mal an. Also achtet mal auf die Details. Die Kamera blitzt, wenn Marco verschwindet, es fängt an den Haaren an und geht dann weiter runter, der Zauber-Glamour. Also das ist wahnsinnig detailliert, hat mich sehr beeindruckt. Aber das siehst du auch bei den Nummern von Maxl. Also ich finde, die sind unglaublich detailliert. Du siehst es auch hier bei der Nummer, ne? Also mit den Brezelstücken und so. Und ich finde es ja auch krass, also viele Leute brauchen Jahre, um so eine Nummer zu entwickeln. Du hast im Grunde jedes Jahr eine neue Nummer rausgehauen für den Wettbewerb. Das finde ich schon ziemlich krass. Vielleicht magst du mal sagen, wo entwickelst du das Ganze? Weil du sitzt ja, glaube ich, auch in einem ganz speziellen Zimmer. Ja, ich sitze in meinem Zauberzimmer. Das ist so der Ort, wo wir üben, basteln, neue Nummern ausprobieren, alte Nummern ausprobieren oder eben hier natürlich, für Menschen, was man so hat, ja. Vorführen. Natürlich. Und das Zauberzimmer ist sonst auch so schwarz wie heute? Provokativer Fragesteller Ende, ja? Zwinker, zwinker. Nicht immer, das ist, so ein bisschen hier. Ja. Komm, lüfte mal das Geheimnis. Das ist ein bisschen geheimnisvoll. Wir haben es beim Soundcheck schon gesehen und uns sind die Augen ausgefallen. Guck mal, ist das? Ah, nee. Guck mal, jetzt kriegen wir so einen kleinen exklusiven Einblick hier in die Schränke eines Zauberers. Ach, da ist ja eine Menge los, möchte ich mal sagen. Ja, da hat sehr aufgeräumt. Hat sich über die Jahre ein bisschen was angesammelt. Es war mal hier so ein Gästezimmer und dann kam irgendwann das Bett raus und die Schränke rein und jetzt ist es das Zauberzimmer. Guck mal, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du da? Ja. Rechts vom Maxl, an der Schulter, ganz klein, so ein kleiner Pappkarton. Ja, andere Seite. Maxl, genau, da ist ein kleiner Pappkarton. Ach, guck mal, wo kenne ich den denn her? Das ist eine, komm, ich schreibe hier oben rein, Dauerwerbesendung. Das ist ja wirklich.
wirklich. Es ist ja dreist, Herr Weißenberg. Nee, ja. Das ist eine reine Bestechungsversuch. Ein Pappkarton. Ja, das ist aber. Das war tatsächlich ein. Ich besteche die Leute. Und den ja kann immer man auch kaufen in dem besagten Online-Shop. Jakob Matthias besteche ich mit Kohle für gute Punkte und Max ja mit so kleinen Kartons, damit Marco er mir verrät, zeigt, wie das mit den Brezelstücken geht. Marco zeigt völlig neue Seiten. Also, ja, faszinierend. Maxel, wir sind gespannt, was da noch alles Kreatives aus deinem Kopf kommt. Und wir freuen uns, dich ganz, ganz bald. Dich ganz, ganz bald live wieder auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast hier beim ersten Magic at Home Festival. Ja, sehr gerne. Und ja, bis ganz bald wieder. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und dann bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Das ist schon krass, oder? Also wenn ich mit 13 so gut hätte zaubern können, da wäre ich heute woanders. Naja. Ah, ich wünsche mir, dass ich heute so gut zaubern kann. Also, so hat jeder seine eigenen Maßstäbe. Toll! Ach, ist das schön. Aber apropos so Zauberei, was ist eigentlich aus unserem Polaroid geworden? Nur mal so. Ja, das ist unser größter Zaubertrick, nämlich nichts. Ja, wieso ist das nichts geworden? Oben ist ein bisschen zartrosa. Nee, guck mal, hier oben. Ja, da oben wollte. Die kleine Ecke hier vorne. Ja. Es ist ja auch erst Frühling, es fängt erst alles an zu keimen und zu sprießen. Es ist der 3. geworden. April. So, liebe Freunde, wir sind jetzt schon am Ende. Was heißt schon? Es war eine Hammergala heute, oder? Tag 1 Magic at Home Livestream Festival. Eine pickepackevolle Show. Ihr habt wirklich. Also, Gala-Acts gesehen hier, faszinierend. Und das alles kostenlos. Wir betonen es nochmal. Wir sind also ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen, denn wir würden uns freuen, wenn wir das eben an die teilnehmenden Künstler verteilen können, als auch an Institutionen, die sich jetzt in der Krise um betroffene Menschen kümmern. Ihr könnt uns also mit einem freiwilligen Eintritt unterstützen. Das Ganze an diesen QR-Code, den ihr jetzt abscannen könnt, oder einfach online paypal.me/magic@home. Und als Dankeschön gibt es unsere Festival-Tickets zum selber ausdrucken, genau. Als kleine Erinnerung. Es ist eine Menge möglich. Und wenn es euch gefallen hat, ist ganz wichtig, erzählt das weiter. Ja, es ist ein Festival, das heißt, wir haben nicht nur diese eine Show, sondern es kommen noch zwei weitere. Ihr seht doch erst am Anfang. Genau. Es ist, und wir haben noch so viel vor. Am 4. und am 5. April gibt es auch noch eine Show mit einem wirklich also Hammer-Line-Up. Wenn ihr das Gefühl habt, heute ist schon eine Menge passiert, dann schaltet auf jeden Fall die nächsten beiden Tage ein. Wir haben zum Beispiel morgen mit dabei Gaston Florin, Semyon Sidanov ist mit dabei, Nikolai Striebel, Simon Pirot, der iPad-Magier, Katharin Hering und Hanno Romberg in einem Talk. Also es wird ein ganz, ganz toller Tag morgen. Auch morgen wieder ein bunter Mix. Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützen, bei allen, die mitmachen. Und wir erinnern nochmal daran, macht jetzt noch schnell ein Foto, macht eine Insta-Story. Wie guckt ihr das Festival? Wie feiert ihr mit uns Magic at Home? Einfach bei Social Media hochladen mit dem Hashtag Magic at Home. Ihr könnt unter anderem da auch Folgendes machen. Ihr könnt bei Facebook zum Beispiel mal auf den hier klicken. Ja? Auf den Daumen nach oben. Schon gibt es immer die aktuellen Infos sozusagen. Erzählt es auch weiter, wenn es euch gefallen hat, Marco schon eben gesagt. Wenn es euch nicht gefallen hat, auch nicht so schlimm, erzählt es trotzdem weiter. Es gibt ja auch immer jemanden, den man nicht mag. Wir hoffen aber natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall war, klickt gerne mal auf die Links auf unserer Facebook-Seite. Das ist eine Eselsbrücke. Die Links stehen immer auf der linken Seite. Ja? Da gibt es dann Fotos, Videos und noch viel mehr. Wenn ihr rechts klickt, auch nicht schlimm, könnt ihr uns direkt mal eine Nachricht schreiben, wie ihr es heute so fandet, ein bisschen Feedback geben. Aber ganz ehrlich, letztendlich ist es scheißegal, ob unten, oben, links oder rechts. Hauptsache, wir haben ein schönes Festival und sehen uns morgen bei Magic at Home wieder. In diesem Sinne, tschö. Mach's gut. Und gute Nacht. Bis dann. Ciao.